Guten Morgen, Corona Transformation Tagebuch Tag 51. Es ist wirklich morgens. Es ist circa 8:45 Uhr. Es ist Sonntag. Eigentlich so die ideale Zeit für eine Predigt. Oder kommt jetzt nicht, ich werde jetzt keine Predigt halten. Wobei, ich würde ja gerne mal predigen. Kein Scherz, ich würde wirklich gerne mal predigen. Ich habe, es war so einer meiner Träume immer. Ich wollte ja eigentlich mal, also ich wäre ja beinahe mal Pfarrer geworden. Und ich wollte unbedingt mal predigen. Würde ich immer noch gerne machen. Aber wenn es da draußen eine Kirchengemeinde gibt, die mal eine coole Predigt haben will, irgendwie so, ich bin dabei. Ich kann reden, ich habe Unmengen an Vorträgen gemacht, ich kann mit Headset arbeiten, ich kann euch die tollsten Sachen erzählen, keine Frage. Ich bin sogar verhältnismäßig bibelfest, also da ist noch ein bisschen was hängen geblieben. Okay, aber nun davon, ich bin aber auch Agnostiker, das macht es ein bisschen schwieriger, ja. Also ich kann jetzt nicht sagen, irgendwie so, dass ich gläubiger Christ bin. Dazu bin ich dann schon zu kritisch oder zu skeptisch oder, das kann man so sehen, wie man will. Ja, guten Morgen. Guten Morgen, ich habe hier im Kaffee. Natürlich, morgens Kaffee auf jeden Fall. Ist ja was, was ich bei meiner Tochter so faszinierend finde. Die macht die Augen auf und ist da. Und bei mir ist immer so, ich kriege dann irgendwie aus dem Bett, mache dann also immer mehr Streckungsübungen. Ja, so im Alter muss man ja sich strecken und recken und so weiter, trinkt dann Kaffee. Und dann kommt so langsam das Leben zurück. Und dann fängt so langsam an, so der Kopf zu arbeiten. Und dann liegt man sowas so, was wird der Tag jetzt bringen? Ja? Man weiß, es ist ja alles ganz jungfräulich. Man fängt von vorne an. Also natürlich, man hat dann, ob ihr das kennt, ja, aber bei mir ist dann so die ersten Minuten, so ich dann da sitze, also entweder sitze ich im Arbeitszimmer und trinke einen Kaffee und höre schon ein bisschen Jazzmusik, wenn ich alleine bin, oder aber ich sitze irgendwie in unserer Küche oder auf dem Balkon. Und dann ist dieser Tag so jungfräulich, das ist total schön. Und gerade jetzt, wenn das Wetter, wenn das Wetter halbwegs gut ist, also es nicht stürmt und schneit, dann gehe ich raus und gucke mir die Bäume an. Wir haben ganz viele Bäume. Die haben, müsst ihr euch vorstellen, so ein Karree. Und es ist also nicht so wie in den klassischen Hinterhof, dass du quasi immer auf ein anderes Haus gleich drauf guckst, sondern das ist wie so ein riesen Karree. Das ist noch heute drumherum gebaut worden. Und da drin sind uralte, riesengroße Bäume. Und die werden jetzt immer grüner. Das ist total schön. Und es ist total ruhig morgens. Es ist so, das muss man sagen. Ich bin ja, ich finde ja Nürnberg ganz toll. Ich finde es toll, hier zu leben. Es gibt auch Sachen, die ich nicht so toll finde, weil es halt schon Provinz ist. Ja, das merkst du halt schon in allen Ecken und Enden. Und da, gut, da bin ich auch ein bisschen jetzt versaut durch mein Leben in Berlin, auch durch die ganzen Reisen, die ich unternommen habe, beruflich und privat. Aber gut, ja, aber diese Ruhe ist ein Traum. Du bist hier mitten im Zentrum. Wir sind direkt an der Burg, ja, und du hast Ruhe. Ja. Das ist toll. Ja, und es ist alles so wunderschön ruhig morgens. Es ist so ruhig, als wäre gar nichts los. Ja. Als würde es alles, was wir gerade so erleben, gar nicht da sein. Das ist so ein Moment. Ne? Ein Moment, wo du nicht mehr daran denkst, dass es gerade eine Corona-Krise ist, wo du nicht mehr daran denkst, was das alles so kommen muss und dies und das und jenes, und du sitzt einfach da und trinkst Kaffee. Und das ist wunderschön. Das ist wirklich, wirklich wunderschön. Ich genieße das sehr. Ja, ich will dann auch gar nichts machen. Das hat sich auch geändert. Früher war ich mal so, ich wollte dann schon irgendwas machen. Und heute ist halt so, ich sage, nee, ich möchte einfach da sitzen, möchte es genießen. Ja, und genießen wirklich ganz bewusst. Ja, also so. Und manchmal ist es schön, wenn so ein leichter Wind auch da ist, wenn du so, wenn das dann spürst, das ist toll. Ich finde es großartig, ja. Und dann kommt der Punkt, wo du merkst, oh, was waren die To-Dos heute? Warte mal. Und dann geht's los, ne? Und so, was sollen wir heute machen? Also. Privat gesehen, auf jeden Fall wollen wir irgendwie Familie sein, ja, und ja, mal ein Buch lesen oder ne? Und ein bisschen Jazzmusik hören, ja, und, Mensch, wir wollen ja heute auch Essen kochen, ja, wir kochen ja Essen, also wir machen das so richtig klassisch und wir haben heute entschieden, wir machen selbstgemachte Raviolis, ja, selbstgemachte Ravioli, allora. Und mit Töchterchen natürlich. Also das ist ja das Schöne daran, wenn du viel selber kochst, ich finde, also wenn Leute immer sagen, ich weiß gar nicht, was ich meinem Kind anstellen soll, dann sage ich immer, kocht. Kocht so viel es geht, weil beim Kochen kann das Kind immer mit dabei seine Matschepampe machen. Und auch beim Teig oder so, manchmal ist ganz die sitzen ganz so eine Kücheninsel und dann sitzt sie dann in der Küchenmaschine und dann darf sie die Eier eingießen, dann darf sie das machen und das machen und es macht ihr einen Heidenspaß. Und kneten und Nudeln ausstechen und dann Füllung machen, ist ja auch genial. Wir machen heute was ganz Spannendes, wir machen heute nämlich eine Spinat-Schafskäse-Füllung. Ja, und da kann sie dann, was heißt das natürlich? Auseinandernehmen, zerkrümeln, zerschneiden, zerhacken, ja, reinmachen, umrühren. Ne? Und ja, das machen wir heute. Das ist auch dran. Dann arbeiten, ja, arbeiten. Drei Projekte muss ich heute noch irgendwie abschließen. Ich habe keine Ahnung, wie ich das schaffen soll.
Keine Ahnung. Das ist was, was mich langsam auch, was mich, wo ich auch merke, das ist nach wie vor brutal. Das ist was, was mich echt, also da ist mich gar nicht beschweren. Ja, ich habe das Glück, dass ich Projekte planen darf. Ich habe das Glück, dass ich Jobs habe, dass ich Aufträge habe. Ja, und ich habe das Glück, dass ich jetzt gerade Projekte für 2021 angehen darf. Ja, also das ist, ich will mich da überhaupt nicht beschweren, aber trotzdem manchmal hätte ich so das Gefühl, ich will einfach mal doof auf dem Sofa liegen. Einfach mal so doof auf dem Sofa, ja, und so ein Wochenende wie früher, ja, und sinnlos. Ich meine, es gibt irgendwie so viele Sachen zu sehen, ja, oder auch nicht, oder einfach so auf dem Sofa liegen, ja. Und dann füllt sich so der Tag, merkt ihr das? Dann füllt sich so der Tag. Und dann musst du anfangen zu verhandeln. Also nicht im negativen Sinne, aber dann sitzt du da mit deiner Frau und deiner Tochter und dann fängst du an zu überlegen, wie machen wir das jetzt? Ja. Und Mama ist vielleicht dann so extrem müde in diesen Momenten. Also ich werde müde, weil ich einfach merke, es ist wieder ein Plan, ja. Es ist wieder eine komplette Struktur. Ich bin mal gefragt worden, was für mich Urlaub wäre. Und dann habe ich darüber nachgedacht. Ich weiß gar nicht, was ist eigentlich Urlaub? Ist das die Zeit, ja? Ist das die Zeit, in der wir Urlaub haben? Oder ist das irgendwie, dass wir irgendwo hinfahren, ja? Ich war jetzt nie so diese Strandnase, ja. Also ich finde Mallorca fürchterlich. Ich war mal da, ich fand das ganz schlimm da. Und jetzt kommen wir, die setzt wahrscheinlich, ja, jetzt auch schöne Ecken. Ja, ich habe auch die schönen Ecken gesehen. Und hey, da gibt es ganz andere Inseln. Schaut euch mal die kroatische Insel Hvar an zum Beispiel. Ja, dagegen ist irgendwie Mallorca gar nichts. Muss man einfach mal so, ich weiß nicht, warum die Leute immer nach Mallorca fahren. Sollen sie bitte, fahrt alle nach Mallorca, ja. Macht irgendwie ein neues Bundesland draus. Ist mir völlig egal. Einige können auch ganz da bleiben. Ich finde es mal toll. Es gibt so manche Leute, die sagen, ich bin ausgewandert nach Mallorca. Und ich mir denke, so soll ich da jetzt weinen? Es gibt so ganz viele Leute, die sagen, es ist gut, es ist sehr gut, bitte bleib da. Ja. Ja, aber nee, was ist für mich Urlaub? Für mich ist Urlaub, frei entscheiden zu können. Nichts tun zu müssen, aber alles tun zu können. Ja. Das ist das, warum ich dann nicht dieses. Also natürlich würde ich auch gerne so Abenteuer erleben, ja. Und wenn ich überlege, ich glaube, der schönste Urlaub, den ich meinem ganzen Leben hatte, war wirklich der, das war letztes Jahr. Ja, und dann hatte ich einen Auftrag in Südkorea. Und dann haben wir gesagt, mein Flug war bezahlt, ja. Und dann haben wir gesagt, mein Töchterchen wird 3, ja. Und dann machen wir den Geburtstag und 2 Tage später fliegen wir nach Korea. Ich mache dort meinen Job. Und danach sind wir einfach zusammen in Korea und gucken uns Südkorea. Wir sind in Seoul und wir fahren ins Japanische Meer und weiter. Und ein ganz toller Freund aus Korea hat mich dann noch, oder uns noch eingeladen zu seinen Eltern aufs Land. Und die haben eine unglaubliche Farm. Und das ist irgendwie so, wow. Und es war der schönste Urlaub meines Lebens. Ich war komplett raus. Wir waren sowas von raus. Es war einfach, wir waren so wir, ja. Und es war. Und wir haben jetzt gerade, wir haben so, für meine Tochter machen wir es immer so, dass wir Unmengen an Fotos machen und die auch alle ausdrucken, also wirklich machen lassen, um ihr die zu geben. Ja? Und das riesige Fotoalben, da kann sie mal gucken, wo sie war, was sie gemacht hat und so weiter. Und das findet sie total cool. Die könnte stundenlang mit uns diese Bilder angucken. Und es ist so eine Wehmut dabei, wenn ich das sehe. Ja? Das ist beeindruckend. Ich liebe das sehr. Und das ist der große Unterschied. Ich glaube, das geht gerade ganz vielen Menschen so. Und ich glaube, dass ganz viele Menschen gerade dieses Gefühl haben, wir werden hier fremdbestimmt. Ja, und das stimmt. Wir werden fremdbestimmt. Was haben wir alles nicht gedacht? Oder ich meine, könnt ihr euch noch erinnern an das Silvester, an eure Silvesterparty, die letzte? Ja, also ganz, ganz mal so intern, wie so. Meine Silvesterparty war ganz ruhig. Also klar, wir machen jetzt keine Orgien, einfach schon, weil Töchterchen da ist. Was soll man da jetzt machen irgendwie? Soll man das alle betrinken? Weil Töchterchen finden das zwar cool, die ist aber wirklich wach geblieben, ja. Die ist da brutal. Dann ist die da bis um 1 Uhr wach geworden gewesen oder so. Ja. Und war auch fit am nächsten Tag. Ne? Also keine Ahnung, wie die das macht. Und dann haben wir Feuerwerk geguckt, das fand sie voll spannend und so und super cool. Aber, ja, also wir waren noch ein paar Freunde da und alles super, aber. Natürlich machst du da nicht irgendwie sonst was, weil du kannst ja nicht am nächsten Tag einen Kater haben. Ja? Also wer von euch Eltern ist, aber wenn du ein junges, aufgewecktes Kind hast, ja, du hast ja auch die Kinder, die stundenlang vom Fernseher hocken können, aber ein aufgewecktes Kind hast und wirklich da und das neugierig, das lebt und so weiter und so fort. Ich habe seitdem dieses Kind auf diesem Planeten ist, habe ich keinen Kater mehr gehabt. Weil ich hier nicht, also erstmal, also du überlebst den Tag nicht, das schaffst du nicht. Ja? Und das Zweite ist, das wäre total schade, weil jeder Tag kostbar ist mit dir einfach. Ja, und da haben wir uns Gedanken gemacht. Mein Gedanke war, schaffe ich dieses Jahr? Ja, also ich hab eigentlich am Anfang des Jahres einen Shutdown gemacht. Auf eine andere Art und Weise. Ich war in den letzten Jahren, ich habe die Welt gesehen, ich habe die unglaublichsten Projekte gemacht. Und wir hatten immer den Deal, meine Frau und ich,
Wenn du, also wenn sie, wenn das Kind da ist, und dann wird sie erstmal die Elternzeit machen, und dann gucken wir, dass wir einen Halbtagsjob finden und so weiter und so fort, und sind ja auch umgezogen dann. So, und es war immer klar, wenn sie irgendwann wieder eine Vollzeitstelle hat, und auch sie soll Karriere machen im Sinne von sich entwickeln, ja, es geht nicht Karriere im Sinne von, was steht auf meiner Visitenkarte drauf, gut, das ist die Chefin, wer hat damit gerechnet, ja, aber. Also ich schon, abgesehen davon. Ich glaube, die meisten Menschen auch haben noch gar keine Ahnung, was für ein Potenzial diese Frau steckt, was die alles kann, ist unglaublich. Das war halt so der entscheidende Punkt, dieses Ding so, okay, auch du sollst dich entwickeln können. Ja, und so. Und das haben wir gemacht, und das war der Deal. Und das fand ich auch super, da stehe ich auch total hinter. Ja, und dann war dieser, aber für mich, aus den letzten 3 Jahren, das waren so die brutalsten Jahre, was arbeitstechnisch angeht. Ich glaube, ich habe nur gefühlt, also ich weiß nicht, wie ich das geschafft habe, ich weiß es nicht. Ich gucke manchmal so die Kundenlisten an und auch die Projekte an und denke, wie hast du das gemacht? Irgendwie so, kein Wunder, dass du manchmal denkst, du bist erledigt, ja. Und dann haben wir gesagt, okay, wir kürzen mal so um 70, 80%. Also machen einen ganz, ganz krassen Cut. So weiter nicht, aber wir haben dann gesagt, okay, so wir versuchen mal, also das war so die erste Idee, dann haben wir es ein bisschen aufgelockert irgendwie so. Wir haben beispielsweise auch ein Budget gebaut, ja. Es gibt eine gewisse Anzahl von Tagen, die sind nicht viele, ja. Also extrem, sind ein Drittel von dem, was ich früher gemacht habe, davor gemacht habe. Diese Tage kann ich außerhalb von Nürnberg Workshops machen. Ja. Und natürlich von zu Hause arbeiten. Digitalisierung und so weiter. Töchterchen geht morgens in den Kindergarten. Ich kann extrem viele Webinare anbieten, Online-Beratungen anbieten und was ich eh immer machen wollte. Ja, das passte dann wunderbar. Ja, das war der Plan. Wir haben uns geküsst an dem Abend, und ich habe ihr gesagt, dass ich sie liebe, und sie hat gesagt, dass sie mich liebt. Und ich habe gesagt, wir schaffen das. Wir schaffen das. Wir werden es schaffen. Und ich werde dir beweisen, dass ich das kann. Ja, dass es nicht nur ein Gerede war und dass ich nicht nach 2 Monaten ankomme und sage, ich will sofort zu meiner Arbeit, und ich kann das nicht mit Kind und so weiter. Und nein. Und dann kam die Corona-Krise. Der Shutdown nach dem Shutdown. Ja, und das ist ein brutaler Impact. Und das hat uns alles durcheinander geworfen. Nicht im negativen Sinne. Ja, also das auch, ja, wirtschaftlich gesehen, oh mein Gott. Ja. Aber es bedeutet, dass wir kontinuierlich fremdbestimmt sind. Und das ist was. Und das ist so. Ja. Und ich glaube, und ich habe da lange drüber nachgedacht, ich glaube, das Entscheidende ist für ganz viele Menschen, dass sie irgendwie versuchen, gerade mit diesem Gefühl der Fremdbestimmung umzugehen, das in irgendeiner Form zu kanalisieren, ja, irgendwo jemanden zu finden, so eine Art Sündenträger in irgendeiner Form zu finden, irgendjemand, der jetzt schuld sein muss, ja. Und wir können, und dieses Coronavirus ist ja nicht greifbar, es ist nicht greifbar. Ich kann nicht hingehen und sagen, du böses Coronavirus, du bist aber schuld, dass ich jetzt hier so. Nö, das funktioniert nicht. Das Coronavirus ist da. Das kannst du beschimpfen, wie du willst. Das hilft, das ist dem sowas von egal. Ja, das Universum, dem Universum sowieso. Das Universum, dem sind wir völlig egal. Das kriegen es ja gar nicht mit. Ja, muss man ja auch mal sehen, so, wenn man so die Zeiten ansieht. So, ne, so. Ich wollte ja auch mal Astrophysiker werden. Und ja, aber das hat dann nicht geklappt. Ja, und dann kanalisieren wir das. Und dann kommen wir auf abstruse Ideen. Das ist hochgefährlich. Das ist das, was ich gestern versucht habe, in diesem Video darzustellen. Ne? Das sind jetzt Emotionen im Raum. Und diese Emotionen sind verständlich und nachvollziehbar. Aber jetzt müssen wir aufpassen, dass wir sie nicht in irgendeiner Form in eine ganz bestimmte Richtung kanalisieren, die eigentlich nicht gut ist. Wir dürfen unsere Gesellschaft nicht aufspalten. Im Gegenteil, wir müssten jetzt sagen, Mensch, lass uns doch jetzt einen Weg finden, das zusammenzuführen. Ich habe gestern mein Zimmer aufgeräumt, mein Arbeitszimmer hier aufgeräumt. Komplett. Alle Bücher, die ihr da hätten. Da. Die ihr da seht, alles neu geplant, geordnet, nach neuer Systematik und so weiter. Und habe irgendwie gesehen, was ich noch alles lesen will. Ja. Ja, und ich glaube, das ist das, was gerade mit fremdbestimmt sein. Das ist das, was mir so durch den Kopf geht. Ich habe manchmal das Gefühl, dass ich diese Videos drehe, weil sie eine Abkehr von der Selbstbestimmung, Fremdbestimmung sind. Manchmal, es gab wirklich Tage, wo ich die Videos gedreht habe, wo das für mich der einzige Moment war, für mich allein zu sein, wo ich mich fokussieren konnte und konzentrieren konnte und wo alle um mich herum gesagt haben, okay, die Türen sind zu, niemand geht ins Arbeitszimmer und wir lassen alle mal den Christoph allein, egal was draußen greift, ob Tochter, diesen, da, diese halbe Stunde inklusive Aufbau, Abbau, Produktion, also dann, ich muss es dann noch, mache ich ein Foto davon, von dem Arbeitstisch und so weiter, die hatte. Und ja, manchmal habe ich gemerkt, das ist wahrscheinlich auch so ein Rückzug gewesen für mich, so zu wissen, ich kann das machen. Und es ist jetzt einfach mal so eine halbe Stunde nur für mich. Und meine Gedanken. Und das ist was ich sehr stark mitnehme aus dieser ganzen Situation.
Also dieses Ding, das habe ich in ganz vielen, also dieses, und gerade dieses Ding, dass da Emotionen im Raum sind, ja, und diese Emotionen müssen dann irgendwo kanalisiert werden. Das ist das, was ich wirklich mitnehme, ohne jetzt irgendwie esoterisch zu werden. Also bei allem, also ich bin kein Esoteriker, gar nicht ansatzweise, ja. Aber das ist was ich mitnehme, dass man das, also dieser Begriff der Energie ist ja nicht eine Energie im Sinne von Strom oder irgend sowas, sondern es ist ein Begriff, um gerade mal Kräfte zu beschreiben, die in irgendeiner Form in einem System wirken. Und ich habe über dieses Ding wirklich nachgedacht. Und ich glaube, dass es für mich als Berater auch eine unglaublich große Chance ist, weil ich erlebe diese Fremdbestimmung jetzt. Und ich habe in den letzten Jahren, glaube ich, immer wieder mal vergessen, dass ich mit Menschen arbeite, also die sich selbstbestimmt, also fremdbestimmt, ich sage mal selbstbestimmt, also die wollen selbstbestimmt sein, aber sie fühlen sich fremdbestimmt, weil da Digitalisierung kommt, weil da Veränderung kommt, weil da Transformation kommt. Und das sorgt dafür, dass sie das irgendwie kanalisieren müssen. Dann müssen sie sich, irgendwer muss jetzt schuld sein, dann ist es der Berater. Ihr glaubt gar nicht, was ich schon alles an negativen Dingen erlebt habe. Ich bin schon mal bespuckt worden. Ja. Und jetzt bitte, ich gehe ja nicht rein wie ein Berserker, ja. Ich versuche den Leuten zu helfen. Ja. Ja, in dem Sinne. Das ist so was, was mir auffällt heute. Und das ist, glaube ich, das, was so hängen bleibt. Und ich glaube, das, was ich euch allen wünsche, was ich jedem Einzelnen wünsche, ist Zeit zur Reflexion über diese Zeit jetzt. Ja? Wir haben alle am Anfang dieses Jahres was anderes gewollt und wir sind seitdem fremdbestimmt. Aber bitte lasst uns nicht diese Emotion, also diese Wut darüber, fremdbestimmt zu sein, lasst die uns nicht in die falsche Richtung lenken. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Gar nicht für andere, ja, sondern für uns selber. Weil wir davon keine Antwort kriegen. Also, ne? Und das Problem, was wir jetzt haben, ist, wir können sie gerne aufs Coronavirus machen, da gibt es auch keine Antwort. Ja, aber wir müssen aufpassen, dass wir nicht irgendwie auf der verzweifelten Suche nach einer Antwort, warum dieser ganze Blödsinn jetzt überhaupt stattfindet, in die falsche Richtung marschieren. Das nehme ich mit. In dem Sinne trinke ich meinen Kaffee jetzt. Der ist echt lecker. Also, ja. Bleibt gesund, werde gesund. Wir sehen uns morgen wieder. Ich plane was für nächste Woche. Ich darf noch nicht dazu sagen, was ich mache, aber ich habe für mein Tagebuch eine kleine Idee und ich werde die morgen und übermorgen und so weiter, glaube ich, mal ausprobieren. Bis dann. Ciao.